diesem Tutorial werden wir zur Erzeugung einzigartiger künstlerischer Effekte Fotos in Corel Photo Paint X7 mithilfe der neuen flüssigen Hilfsmittel retuschieren. Sie finden die neuen flüssigen Hilfsmittel auf der Standard-Hilfsmittelpalette zwischen den Hilfsmitteln Klonen und Effekt. Insgesamt sind darunter 4 neue drucksensitive Hilfsmittel zusammengefasst. Flüssiges Verschmieren, flüssige Wirbel, flüssiges Heranziehen und flüssiges Zurückweisen. Für die neuen Hilfsmittel gibt es auch eine neue Symbolleiste. Um diese zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaftsleiste und aktivieren Sie die Option Hilfsmittel flüssig. Auf diese Weise können Sie einfacher auf die Hilfsmittel zugreifen und zwischen ihnen hin und her wechseln, wenn Sie damit arbeiten. Sehen wir uns zuerst das Hilfsmittel Flüssiges Verschmieren an. Mit dem Hilfsmittel Flüssiges Verschmieren können Sie die Pixel eines Bildes verschieben, um Verzerrungseffekte zu erzeugen. Wir ziehen den Pinsel über den Bereich mit den Trauben. Wie Sie sehen können, werden die Pixel verschoben und es werden interessante Bildverzerrungen erzeugt. Die Eigenschaftsleiste weist ein Steuerelement auf, mit dem die Größe der Pinselspitze festgelegt werden kann. Die Größe der Pinselspitze kann auch interaktiv festgelegt werden, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und den Mauszeiger nach oben oder nach unten ziehen. Vergrößern wir die Pinselspitze ein wenig. Als nächstes legen wir den Druck fest bzw. die Stärke des Effekts. Sie können dazu die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste benutzen oder einfach die Alt-Taste gedrückt halten und an dem Regler auf dem Bildschirm ziehen. Wenn Sie die Effektstärke über den Regler erhöhen, werden Sie bemerken, dass ein stärkerer Verzerrungseffekt erzeugt wird. Wenn Sie einen Digital- oder Eingabestift verwenden, können Sie den Effekt auch über den auf den Stift ausgeübten Druck steuern. In der Eigenschaftsleiste können Sie zudem zwischen einem spitzen oder glatten Effekt wählen. Wenn Sie die Option Glatt wählen, werden geglättete Kurven erzeugt. Die Option Spitz erzeugt Kurven mit scharfen Ecken. Als nächstes verwenden wir das Hilfsmittel Flüssige Wirbel. Das Hilfsmittel Flüssige Wirbel wendet einen Wirbeleffekt auf einem Bildbereich an. Wir wollen ihn in den Bereichen verwenden, die wir gerade verschmiert haben. Wie Sie sehen, können so interessante Wirbeleffekte erzeugt werden. Wie beim Hilfsmittel Flüssiges Verschmieren kann die Spitzengröße mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste eingestellt werden oder indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten. Beim Hilfsmittel Flüssige Wirbel können Sie die Rate bzw. die Geschwindigkeit festlegen, mit der der Effekt angewandt wird. Auch hier können Sie dazu entweder die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste benutzen oder die Alt-Taste gedrückt halten. Wenn Sie die Rate erhöhen, werden Sie sehen, wie die Wirbel schneller erzeugt werden. Sie können die Geschwindigkeit des Effekts auch bei diesem Hilfsmittel über den Druck bestimmen, den Sie auf Ihrem Digital- oder Eingabestift ausüben. Sie können auch die Richtung des Wirbeleffekts ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf rechtsläufige Wirbel oder linksläufige Wirbel klicken. Wir kombinieren die beiden Möglichkeiten, um interessantere Effekte zu erzeugen. Als nächstes wenden wir uns den Hilfsmitteln Flüssiges Heranziehen und Flüssiges Zurückweisen zu. Bei diesen beiden Hilfsmitteln kann sowohl die Größe der Werkzeugspitze als auch die Geschwindigkeit, mit der der Effekt angewendet wird, variiert werden. Mit dem Hilfsmittel Flüssiges Heranziehen wird ein Teilbereich des Bildes zur Mitte der Pinselspitze hingezogen.
Probieren wir den Effekt bei einigen dieser Trauben aus. Wie Sie sehen, werden die Pixel zur Mitte der Pinselspitze gezogen. Umgekehrt wird mit dem Hilfsmittel Flüssiges Zurückweisen ein Teilbereich des Bildes von der Mitte der Pinselspitze weggedrückt. Sehen wir mal, was nun mit den Trauben passiert, wenn wir den Effekt anwenden. Die Pixel werden von der Mitte der Pinselspitze weggedrückt, was dazu führt, dass die Trauben größer erscheinen. Jetzt, da Sie wissen, wie diese Hilfsmittel funktionieren, können Sie damit auf Ihren Bildern einzigartige künstlerische und witzige Effekte erzeugen. So können wir beispielsweise dem Hund auf diesem Bild mit Hilfe der Hilfsmittel Flüssig ein cartoonartiges Aussehen geben, um ein witziges Bild zu kreieren. Wir hoffen, unser Tutorial zu den Hilfsmitteln Flüssig und wie Sie damit Fotos retuschieren können, hat Ihnen gefallen. Sehen Sie sich auf alle Fälle auch das nächste Video in unserer Reihe an, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie mit der Bokeh-Funktion in Colphoto Paint X7 einen Schärfentiefe-Effekt erzeugen können.